Servus Leute, willkommen zurück zu Super Meat Boy. Ja, endlich mal wieder seit einer Woche oder so, keine Ahnung. Im letzten Part haben wir einen richtigen Run gehabt, einen richtigen Durchmarsch. Und ich habe mir gedacht, weil es so heiß ist und ich mich letzte Nacht, also die heutige Nacht in Halo 2 aufgeregt habe, weil ihr müsst wissen, zurzeit habe ich auf unserem Partnerkanal, das Zockersofa, mache ich Longplays und da mache ich auch ein Halo 2 No Death Run Longplay, also ohne Tod. Und da habe ich die meiner Meinung nach schwierigste Level, also die vorletzte Level, habe ich im No Death Run durchgeschafft. Und dann in der letzten Cutscene hat die Maus sich ausgesteckt. Und das Geräusch hat man gehört und das hat gelaggt die Cutscene lang. Ich könnte durchdrehen, ich muss jetzt nochmal alles machen. Und gerade eben in Donkey Kong 64 habe ich mich auch tierisch aufgeregt. Allerdings, bis ihr die Parts seht, das dauert noch so ungefähr, lasst mich nicht lügen, 2-3 Wochen. Ja, so in etwa. Aber nun gut, und ich dachte mir, da ich mich heute Nacht so tierisch aufgeregt habe, und gerade in Donkey Kong, treiben wir es nochmal auf die Spitze und spielen Super Meat Boy, hey. Ja, ein bisschen bereue ich es schon. Und so ganz nebenbei, es ist... Scheiße. So ganz nebenbei, es ist tierisch heiß. Perfekt. So ganz nebenbei, es ist tierisch heiß und das heißt, dass ich noch weniger Geduld habe. Moment, das war geil. Schneller. Danke. Aber das sieht mir irgendwie so verdächtig aus. Switch Character. Nein, kein Switchen. Exit to Map, das wollte ich. Genau 10 Sekunden habe ich es geschafft. Ich traue dem Braten nicht, irgendwas muss da noch sein. Ja, perfekt. Shit. Nein! Scheiße, das war eigentlich ganz gut. Das war dumm. Ja, ich will noch gucken, ob es hier irgendwo was gibt. Warum? Der hat mich nicht getroffen. Okay, hat er schon, aber... was war denn das für eine Aktion? Ja, der hat mich jetzt verwirrt und dadurch bin ich gestorben. Und das war perfekt reingesprungen. Ja. Nein! Ich hatte es. Okay, das muss nochmal so gut laufen. Nicht so. Ich habe so einen Verdacht, als ob ich hier irgendwo ein Pflaster übersehen haben soll. Vielleicht ist irgendwo in der Wand eins. Im Spiel würde ich es zutrauen. Das wollte ich nicht. Ich bin versehentlich ins Loch gefallen. Wieder. Nein. Schneller, 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 schneller. Okay, so wird das nix auf jeden Fall. Das war dumm. Oh nein. Da ist ein Pflaster! Scheißdreck! Scheißfliege, hau ab! Nicht jetzt! Da irgendwo, ja. Ja! Jetzt kein Fehler. Jawohl, Pflaster! Aber warum ist das mir nicht angezeigt worden? Moment mal. Doch, ich habe das Pflaster. Geil. Nächste Stage. Und ich habe schon gesehen, was es war. Wieder mit so einer beschissenen Plattform. Oh, leck mich. Leck mich doch, fett. Scheiß Fliege! Oi, 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 oi. Moment. Ne? Ich dachte, er startet erst, wenn ich raufgehe. Oi, 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 oi. Was habt ihr Entwickler euch dabei gedacht? Wahrscheinlich gar nichts. Ihr wart nur so Hohlbirnen. Und Ogmar schafft das bestimmt auch nicht. Ich muss da auch noch so schön rüberziehen.
Wie soll ich das schaffen? Ja, so! Oh, fuck! Ja, ich hab schon... Der Anfangsraum hier ist eigentlich der schwierigste. Okay, das war's. Ich muss perfekt rein. Aber sowas von exakt. Genau so. Okay, rüber. Nein, falsche Seite. Nur deswegen habe ich verloren. Ich muss da nach links, nicht nach rechts. Nein, das war zu langsam. Ja. Okay, rüber. Links bleiben. Nein! Nein! Shit you vor allem. Fuck it! Und ich sehe schon da oben das schwarze Teil. Oh nein. Oh nein. Meat Boy, verdammt! Verdammter Hurensohn! Jetzt beweg dein Arsch! Fuck you! Das hat mich nicht berührt! Das hat nur... Ja gut, das hat mich berührt, okay. Nein! Oh, leck mich doch. Scheiße! Warum ich gerade Scheiße gesagt habe, ist, mein Stuhl rollt mir unterm Arsch weg. Ja, das lenkt mich jetzt total ab. Moment mal. Ja, ich könnte pausieren, ist mir scheißegal. Und, klappt es jetzt? Ja, scheint zu klappen. Hoffe ich. Ja! Nein! Ich Idiot! Ich Dummbatz! Warum habe ich das getan? Schnell rüber. Links bleiben. Renn doch! Nein! Das war knapp. Aber ich werde immer Stück für Stück besser. Nur hier nicht. Hier mache ich immer denselben Scheiß. Falls jemand ein Death-Counter sein will, nur zu ich. Ihr habt sowieso die... Oh, fuck. Leck mich. Leck mich? Wie soll ich das schaffen? Vor allem jedes Mal durch diesen Raum hier durchzukommen, wird ein Kinderspiel. Hust, hust. Aber das scheint zu funktionieren jetzt. Oh, nein. Okay, so in etwa. Okay, der Run von letzten Mal, der ist garantiert gestoppt worden. Oh nein! Leck mich doch! Achso, da unten sind Stacheln. Die sehe ich erst jetzt. Okay, das war ohnehin nichts. Mann, Meatboy, spring doch mal. Spring anständig, aber ich muss sagen... In dieser Aufnahme bisher... Spackt Meatboy kein ein... Nein! Spackt Meatboy kein einziges Mal herum. Das heißt, das sind alles meine Fehler, ausnahmsweise, ja. Oh shit, ich hab's vergessen. Wow! Geiler Run, okay. Es hat mich gerade noch so erwischt. Gerade noch so. Ups. Aber ich muss sagen, oh Mann, dieses Spiel regt mich irgendwie nicht so sehr auf wie Donkey Kong 64 gerade eben. Leck mich doch am Arsch, Mann! Okay, ich nehme alles zurück. Okay, das kann ich vergessen. Oh Mann, diese Hitze vor allem noch. Das ist ja noch schlimmer. Genau wegen dieser Hitze werde ich ja auch so wütend, weil wenn es draußen heiß ist, habe ich keine Geduld, aber das... Ist, glaube ich, normal. Ich habe die Lava nicht berührt. Ernsthaft jetzt. Ja, rein in die Säge. Toll, Meatboy. Nein, das war... Oh, gerade noch. Nein, das wäre fast auch zu spät gewesen. Nein, verdammt! Alter! Okay, das kann ich vergessen. Oh mein Gott! Ah! Gut, ich lache ein bisschen, wenn ich mich aufrege, aber so langsam aber sicher vergeht mir hier auch das Lachen. Renn! Wow, das war schön. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Warum? Das ist doch nur die Kante, verdammt!
Oh! Impulsiver Wolf schlägt zu. Ja, grandios. Wow, das war knapp und vor allem auch sehr schön. Nein! Spring doch, danke! Wow. Ich muss da irgendwie so rankommen. Wie soll das möglich sein? Wenn Ogmo genauso schnell wäre wie Meat Boy, dann wäre das alles ja kein Problem. Dann würde ich einfach an der Stelle einen Double Jump machen. Ich merke schon richtig, wie die Wut wieder in mir kehrt. Leck! Aber ich sag's euch gleich, bevor ich jetzt wieder auf den Tisch schlage, habe ich übrigens auch gerade bei... Das war schön. Ich wusste gar nicht, dass man da oben stehen kann. Habe ich übrigens auch gerade bei Donkey Kong 64 gemacht. Bevor ich da wieder auf den Tisch schlage, werde ich den Part eher beenden. Weil, um ehrlich zu sein, mir ist viel zu heiß, als dass ich da Super Meat Boy spielen kann. Ansonsten zerstöre ich noch mein Mikro und dann wäre es gänzlich vorbei mit den Let's Plays. Obwohl, eigentlich nicht. Ich habe ja noch mein anderes, altes... Weil Meat Boy festgehangen ist. Ich habe ja noch mein anderes, altes Mikro, aber da ist die Qualität leider nicht so prickelnd. Aber sollte die... Wow, das war knapp! Wow! Aber sollte dieses Mikrofon hier kaputt gehen, aus welchen Gründen auch immer. Punkt, 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 ich schleudere es durchs Zimmer vor lauter Wut. Wo bin... Meine... Was? Ich bin da stehen geblieben. Und jetzt nicht, was soll die Scheiße? Ah. Ah. Versuchen es wir. Ihr habt zwar wenig Hoffnung, dass das was wird. Schau, hau ab, Fliege! Blub, blub. Es ist mir egal. Nee, so bekomme ich die A-Plus-Zeit niemals hin. Oh, ich merke schon. Durch diese Hitze spüre ich die Wut so richtig. Vor allem rutscht mir langsam mein Controller aus der Hand. Oh, ich muss ruhig sein, ansonsten mache ich etwas, was ich bereue. Da, diese Stelle. Die bekomme ich nicht so ganz hin. Nee, es geht nicht. Ich muss das Video beenden. Tut mir leid, aber sonst mache ich wirklich etwas, was mir lieb und teuer ist, kaputt. Ich war schon kurz davor, das Handy gegen die Wand zu schmeißen, aber das ist ein Weihnachtsgeschenk und nee. Da beende ich lieber das Video. Tut mir leid, Leute, es ist zu heiß. Das war's mit Let's Play Super Meat Boy für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.